Hallihallo, werte Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Mein Name ist Mr. Kachen und wir sehen uns hier auf dem Kanal von Gaming... Nee, Schmarrn. Gamerinsel. So, gut, wir sind hier in dieser skurrilen Parallelwelt und haben jetzt... Sag mal, ist das ein Walfisch? Egal, was wollte ich jetzt sagen? Genau, in dieser Welt und müssen uns hier, haben jetzt hier die Magie erlernt und können uns hier jetzt, warte, wie geht das jetzt so? Ach, okay, das funktioniert so. Das sind Fische, Alter, die fliegen da rum. Was ist das hier? Okay, nix. Gehen wir weiter. Eine Wendeltreppe. Ich sehe es schon kommen, gleich liege ich wieder unten. Warte mal, komme ich hier irgendwie... Oh, das war knapp. Aber egal. So. Hoppala. Oh. Oh. Ich weiß nicht. Das war Gaming Dude oder sowas. So, Fisch. Du bist ein bisschen verpeilt, ne? Geht nicht nach unten, ne? Ist kacke, da ist ein Stein. Hier fließt sogar das Wasser nach oben. Das ist verwirrend. Naja. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schrein mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies, das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen. Wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Aha. Oh, wir haben jetzt hier so ein Herz. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist, und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Okay. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du rechte Maustaste drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge und der Anfang. Okay, jetzt drehe ich langsam endgültig durch. Ich rede hier mit einem Herz. Aber naja. Wie kann ich jetzt hier? Warte, 7? Dem kann ich wieder so. Kann ich das einfach aus. Ah, das kann ich mit dem Mausrad machen. Okay, das ist cool. So, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ach so, warte. Wo ist diese Rune? Hier. In 99 Metern. Okay. Hier unten, also irgendwo. Da vorne. Okay. Soll ich hier mal vorsichtig reingehen? Besser nicht, oder? Aha, hier, da unten ist die Rune. Nein! Alter! Ich dachte, das geht so weit. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ich dachte, das funktioniert so weit. Okay. Offenbar nicht. Gut, dann gehen wir hier runter. Zack, die Baune, zack, die Baune. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Leere Flasche. Alter, das ist alles ein bisschen komisch hier. Hier sollte ich besser... Ach, okay, da kann ich nach unten. Warte, gibt es hier sonst auch was? Hallo? Geheimnisse? Okay, anscheinend nicht. Jutti, dann mal hier runter. Truhe. Mana, okay. Da ist, das Herz, wollte ich beinahe sagen, die Rune. Halte den gedrückt und... Ah, okay, das ist die Schnellauswahl. Ich kann hier das Herz nehmen. Und den Teleporter. Ja, aber das kann ich auch mit Mausrad machen. Das geht wesentlich schneller. So. Und hier ist die Rune. Ich muss gar gehen. Oh, sorry. So, wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln, um damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Aha. Was habe ich jetzt hier freigeschaltet?
Ach, ich kann jetzt hier was erwerben. Ach, das kostet 3 Runen. Ich habe eine Rune. Okay, dann können wir nur Nachtsicht. Beziehungsweise hier, das können wir auch. Nachtsicht oder Vitalität. Nee. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen Wände hindurch. Macht das selbstverursachte Geräusch sichtbar. Ja. Drückere, ja, komm. Ist klar. Habe ich das jetzt auch hier? Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Okay. Alter, das Spiel wird immer epischer. Das ist Wahnsinn. So. Benutze das Herz, um die Rune in der Nähe des Houndpits puff. Okay, ich habe zumindest meine Waffen und wir haben, warte. Hier das Herz. Aha, im Keller sind so illegale Hundespiele, oder wie? Da. Warte, ich wollte gerade kurz eben noch dieses Nachtsicht testen. Dann sehen wir hier die Leute. Okay, das ist echt nice. Das ist echt nice. Okay, so. Da drüben ist die Rune. Sehe ich das auch, wenn ich... Nee, okay. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Wo muss ich denn hin? In den Keller. Hier. Hoppala, mal gucken. Oh oh. Wir sind schon mal richtig, denke ich. Hier ist nischt. Ah, was ist hier? Verarbeitetes Walöl. Oh, lecker. Lecker schmecker. Okay, hier kommen wir nicht durch. Nein! Dann wieder hoch hier. Hier können wir rausgehen. Okay. Da vorne ist die Rune. Mal gucken. Wir brauchen ja mehrere Runen, habe ich gerade bemerkt. Das ist ja dann nicht eine Rune, die wir freischalten können. Sondern wir brauchen ja dann 3 Runen, glaube ich, um was freizuschalten. Wär mal interessant gewesen, ob wir vor Rune oder Knochenarte war. Ja, klar. Boah, jetzt, Alter, das Herz fetzt aber ab. Boah, Junge, das ist irgendwie eklig. Ja, nehmen. Ja, bla. Alles klar, da haben wir eine Rune. Alter, ist das geil. Wie konnte ich die jetzt nochmal, hier, genau. Kostet 3 Runen, 2 Runen. Erlaubt Tieren. Beschwört einen Rattenschwarm. Mächtiger Wind. Überrascht Gegner. Sprunghöhe erhöht sich und Fallschaden reduziert. Baut in der Arena. Aha. Gesundheit. Naja, das bauen wir jetzt immer noch nicht. Wir sparen jetzt immer noch ein paar Runen. Was auch immer jetzt bräuchte ich, aber. Was hier? Was hat mich gerade wieder angegriffen? Komme ich da rüber? Nein! Komm ich nicht. Komm ich jetzt dann hier hoch? Ha! Wunderbar! I'm so pro, biatch! So, dann. Was ist da oben eigentlich? Alter, das ist so geil. Ich komme jetzt überall hin. Ach, ist das die Werkstatt? Nee, das ist nicht die Werkstatt. Achtung, Bürger von Dunwall. Die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung und dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, die Stadt? Flusskriecher zu töten oder sich ihnen zu nähern. Alle Gegenstände... Ja, jetzt hör du doch mal mit deinem... Ja, lest euch durch, ne, wenn ihr wollt. Bla. Die Bohne. Nehmen wir, alter, lauter Bücher. Lest euch durch, wenn ihr wollt. Aber ich will mir das ganze Zeug hier nicht durchlesen. Eine Münze. Eine Badewanne?
Es fehlt nur noch das Wasser, egal. So. Sag mal, ist das hier? Ja, mach mal lieber zu, das... müffelt sonst nur ein bisschen, ne? Wo muss ich denn überhaupt hin? Da unten, da nach unten. Wo ist hier die Treppe? Hier ist die Treppe. Kann ich dich töten? Oh, oh nein, oh nein. Oh, au, au, au. Au. Was greift... Alter! Komm hoch hier! Oh Mann, ich komm nicht hoch. Ich komm hier allen Ärzten nicht hoch. Alter! Alter, was ist mit dem Fischen los? Junge, 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 Junge. Oh, Junge, dat, ich wollte die... Ja, okay, ich wollte sie eigentlich schon töten, aber ich wollte eigentlich nur testen, ob das geht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das wirklich funktioniert. Pass auf, das nehmen wir mit. Und dann gehen wir hier rein. Zack, zack, zack. Hier war nichts, hier war nichts, hier war nichts. Warte, hier war die Toilette, genau. Da haben wir das hier und das hier. Pass auf, die Bücher nehmen wir nochmal kurz mit, weil die werden ja dann gespeichert. Und weiß nicht, ob mir das später nochmal irgendwas hilft. So, was ist hier? Alter, hier sind lauter Bücher. Wer soll denn das alles durchlesen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ha? Kann sich doch keine Sau durchlesen hier alles. Das ist bestimmt so ein Geheimgang, hä? Nee, so. Tja, diesmal töte ich dich nicht. Das stört hier aber anscheinend. Oh, 100 Münzen. Das stört hier aber auch anscheinend keinen. Dass sie hier alles ausräumen, ne? Wer bist du? Walache. Was? Walache? Nee, Wallace. Walache, Alter. Ich piss mich ab. Nee, Spaß. So, wir machen jetzt endlich mal in der Story weiter. Jetzt haben wir ja genug Zeit vertrödelt. Moin. Dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Okay. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Alles klar. Der Meister der Strategien wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Ja, halt's Maul. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Ja. Es ist okay. Okay, ja. Ich komme damit klar. Junge. Corvo, hast du vielleicht einen Augenblick Zeit? Ja, klar. Corvo, hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Ja, das, wenn die Bezahlung stimmt, ne? Und ich schaue jetzt ganz bewusst auf deinen Hintern. Spaß. Hier, warte, hier waren wir noch.
Ich hörte den Admiral egal. Beim Frühstück. Ja. Er sprach über die Aufseher. Ich hörte ihn abends furzen. So. Samuel! Ja, komm, ab hier. Ab geht die Düse. Haben Sie daran gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, bevor wir uns auf den Weg machen? Ich empfehle nur, mit der besten Ausrüstung aufzubauen. Ach so, ja, okay, warte, dann talken wir nochmal kurz von der Side of Life zu. Wo ist der eigentlich? Ist der da oben? Hallo? Ja. Was kann ich für Sie tun? Warte, da liegt ein Schlüssel. Brauchen ein bisschen Ausrüstung. Wir haben 247 Münzen. Könnten wir denn alles mitnehmen? Verbessern können wir nichts. Egal. Wir könnten höchstens Armbrustbolzen mitnehmen. Beziehungsweise irgendwie so Kabelwerkzeug können wir mitnehmen. Ja, egal. Habe ich jetzt eine gekauft? Ja. So, auf, dann nehmen wir zwei mit. Da geizen wir nicht. Und dann haben wir hier noch zack, zack. Okidokli. So, was ist das für ein Schlüssel? Haha. Okay. So, Samuel, jetzt aber. Bereit? Ja. Sagen Sie Bescheid. Ja, los. Oh, jetzt setzen wir die Maske auf. Oh, geil. Destillierbezirk. Alles klar. Gut, dann verräumen wir jetzt diesen Oberaufseher Campbell. Destillierbezirk. Kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Okay. Da. Oh, oh, oh. Lecker Rattenspieß. Neutralisieren Sie Oberaufseher Campbell. Optional. Nutze die Bottle Street. Okay. Da ist eine Lichtwand. Fast schon Mitternacht. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Dürfen die mich jetzt sehen? Was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Alleine werden von der Seite. Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Okay, wo ist meine Armbrust jetzt? Ah, hier. Oh, die sieht aber jetzt nice aus. Warte mal, ich muss... Okay, so war das Schwert, okay. So. Gucken, wie wir hier hochkommen. Ungesehen. Oh, ich bin gerade ein bisschen... angespannt. Komm. Ich weiß nicht mal. Dürfen die mich jetzt sehen? Du siehst mich ja. Ja, du darfst mich sehen. Dosenfleisch. Oh. Der darf mich nicht sehen. John Clavering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtwache rechnen. Okay, das hat anscheinend jetzt erstmal niemand mitbekommen. Okay. Eieiei, Alter, wieso liegen hier... Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich... Hier spricht der fette Assi. ...dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Oh, oh. Außerdem sind in dieser Krisenzeit kommt der jetzt? Die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und Calvering Boulevard, das war jetzt so eine Lichtwand, da hätten wir nicht durchgehen dürfen, aber wir haben sie vorher deaktiviert. Wer labert hier andauernd? Junge, kann ich hier öffnen? Nee. Wie ging das jetzt nochmal? Warte. Ja,
Gut. Ach, ich hab meine Pistole auch noch. Warte mal. Achtung, Bürger von Dunwall. Nach direktem Kontakt mit einem Infizierten oder Weiner müssen Sie 2 Tage lang in Quarantäne bleiben. Wenn Sie Zeichen einer Infektion bemerken, Zeichen? Nee, ich bin eigentlich noch absolut clean. Wupp, wo kommen die her? Wo kommen die her? Haben die mich jetzt gesehen? Ach, die greifen die Ratten da an. Boah, ich dachte ganz kurz, sie hätten mich jetzt gesehen. Aber die waren ja auch direkt hinter mir. Lol. Hilfe! Nimm das! Oh, oh. Den muss ich ausschalten. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Das da oben ist ein Verbündeter anscheinend. Alter, die merken aber auch gar nichts, ne? Aber scheißegal. Denn so mehr wir ausschalten, umso besser. Aber Alter, wir haben schon wieder 21 Minuten aufgenommen. Deswegen mache ich hier mal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Ja, bis da. Krochion. Hoppala.